Legion, hier ist Nomad, over. Dr. Ballard braucht Gasproben, um mögliche Gegenmittel zu testen. Angeblich sollen Sentinel-Fahrzeuge in der Fahrgestellfabrik größere Mengen Amber Ruin geladen haben. Identifizieren Sie eines dieser Fahrzeuge und bringen Sie es zu Dr. Ballard. Wenn Sie entdeckt werden, wird Sentinel sich ein anderes Lager suchen und wir stehen wieder ganz am Anfang. Und der Rest der Vorräte? Muss vernichtet werden. Die Welt wird es Ihnen danken. Roger, Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Event-Mission mit dem Titel Feuer gegen Feuer. So, schauen wir doch mal hier. Informationen über die Gasprobenladung sollen sich in diesem Gebäude befinden. Im Scale-Verwaltungsgebäude. Alles klar. Wie ihr seht, habe ich wie versprochen auf, beziehungsweise zum Sophia-Skin gewechselt. Dann spielen wir jetzt mal ein, zwei Missionen mit ihr. Und dann kaufen wir vielleicht noch einen anderen Skin. Mal schauen. So, zuallererst müssen wir aber ein bisschen was neu herstellen, nämlich Bandagen und yo, C4. Huch, noch eins. Sonst haben wir alles voll, genau. Und als Vorbereitung nehmen wir die Verletzungsresistenz. Im Hardcore mit Verletzungen auf immer eingestellt ist das, glaube ich, das Sinnvollste. Zumindest wenn man bereits Max-Level ist. Gut. Dann brechen wir. Morgens auf. Damit es nicht wieder die komplette Mission nachts stattfindet. Wie bei der letzten. So, wohin müssen wir denn genau? Das Geldverwaltungsgebäude ist klar. Das ist wo? Whalers Bay in der Warum sehe ich das eigentlich nicht? Die anderen hatte ich alle gesehen. Nun, war vielleicht Welpenschutz. Welpenschutz, Fahrgestellfabrik. Genau dahin müssen wir. Das ist grob südlich, süd-südöstlich von unserer Position, was mir aber nicht viel hilft. Die ist riesig. Denn ich weiß ja nicht, wo Norden, Süden, Westen und Osten ist. So, wir haben hier den großen weißen Berg. Das wäre doch ein guter Orientierungspunkt. Die Bergspitze ist genau im Osten. Und wir müssen süd-südwestlich, nicht süd-südöstlich, sondern süd-südwestlich. Das wäre dann im Osten, Süden, das wäre dann hier, ne? So, die Richtung. Ah, war ein bisschen viel. Ach so, das Ding hier. Ach so, alles klar. Auf geht's. Der Feind flieht mit den Proben, wenn er alarmiert wird. Oh, wieder eine Stealth-Mission. Okay. Unten haben wir ein Amon-Verteidigungsgebiet. Diejenigen von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen, kennen dieses Amon-Verteidigungsgebiet. Denn das ist das Gebiet, an dem ich auch das Amon-Tutorial aufgenommen habe. So, wir schnappen uns hier alles mal die Paar. Alles in Afghanistan war so braun. Tot. Als ich hierher kam, wirkte alles so übertrieben bunt. Ich dachte, ich würde den Verstand verlieren. Ich verstehe dich ja, aber ich will jede volle Stunde Funk. Du den ersten. Natürlich, Sir. Und du den mittleren. Begebe mich zum Ziel. Hier bei mir tut sich überhaupt nichts. Hier ist auch niemand zu sehen. Alles klar. 3, 2, 1, Feuer. Oh, shit, die Amon hat was gesehen und ich muss gehen. Ich wollte doch eigentlich nur den Gasfilter haben vom Commander. Da haben wir ihn. Und dann gehen wir schnell stiften.
ich habe das Gefühl, der Nebel bzw. das Gas wird von Mal zu Mal immer dichter. Orientierung, Bergspitze. Ja, ungefähr so, ne? Ungefähr das war die Richtung. Im Idealfall sucht man sich natürlich einen Orientierungspunkt, der in Marsch, also den man sehen kann in Marschrichtung. Das wäre dann hier dieses. Okay, guck mal. Das wäre das hier, das wäre Südost, Südwesten und dann müssen wir hier hin. Guck mal. Ich habe ja auch nicht mit dir geredet. Google Home. Ich habe nur okay gesagt. Ich muss da, glaube ich, die Spracherkennung, das Voice Match nochmal neu einstellen. Andauernd. Irgendjemand in irgendeinem Video sagt irgendwas mit okay und zack, das Ding springt an. Immer. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich bin ja selber schuld. Ich hätte ja schon längst können das Voice Match wieder neu einstellen. Ich glaube, da vorne ist es. Team? Team, zu mir. Bei mir neu gruppieren. Okay, auf dem Weg zu dir. Was sind die? Ich sehe die nicht. Aber man sieht ja echt die Hand vor Augen kaum. Da habe ich das Tutorial dazu gemacht zum Gas und da war das Gas so quasi ziemlich unbeeindruckend. Und jetzt, alter Schwede, hätte ich das gewusst, hätte ich das hier als Video im Gas-Tutorial genutzt. Alter Schwede. Ist es das hier? Das ist die Fahrgestellfabrik, jawohl. So, wir dürfen nicht entdeckt werden. Da geh hoch. Vorsicht, Rookie. Diese Boten steuern die Trucks. Wenn sie uns sehen, machen sie eine Miene. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Ich lege mich mal da in den Busch oder ins Gras. Schauen wir mal, was da so abgeht. Wir haben hier drei Wachen am Helipad. Im Gebäude ein Commander. Minigunner. Also ohne sieht man fast nichts. Ne? Schütze. So, was müssen wir genau machen? Korrekt Gebäude mit dem Foto und den Aufklärungsdaten identifizieren. Ah, okay. Gut, dann schauen wir doch mal danach. Den Aufklärungsdaten. Korrekte Gebäude. Das ist so ein rundes Ding. Nebendran hat ein Scale-Logo und ein Dach. Ist es das hier? Yo, das ist es. Nice, das sind wir ja direkt richtig. Und dort müssen wir wohl... Oder gibt es noch ein anderes Gebäude? Da hinten? What? Nee, das ist nur das Gebiet. Das Suchgebiet. Das da Gebäude kann es ja nicht sein, oder? Oh, Filter niedrig, das ist schlecht. Warum wird mir das angezeigt? Moment, das muss ich... Da muss ich was ändern. Warnungen, warum sind Warnungen an? Ich will einfach mir ein richtiges HUD-Profil speichern können. Ich sag das schon von Anfang an, aber... Naja. Ich weiß nicht, ob da Drohnen oder Geschütze sind. Sicher ist sicher. Ja, gut. So, wie kommen wir rein? Am besten mit dem Schneidbrenner. Oder durch die Tür hier einfach. Das Problem ist... Achso, Filter niedrig, ja. Stimmt. So. So, dann gehen wir mal auf die Wärmesicht. Ich muss mal genau wissen, wo dieser Commander hier in dem Gebäude rumguckt. Das ist hinter dem Gebäude.
Da. Da war er. Hier. Da ist er, oder? Das ist ein Schütze. Ja, sonst nix. Na gut. Okay. Das Problem ist, wir müssen da irgendwie rein. Kontakt negativ, Kontakt negativ, Kontakt negativ. So eine Scheiße. Ich hoffe, ich finde nichts. Also ich glaube, wir müssen die drei hier platten. Feuer auf mein Kommando. Auf dem Weg, Rookie. Mein Ziel markieren. Erfasst. Schussbereit. Oh, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gar nicht so gut, meine ich. Sollte ich vielleicht lieber mit den Simultanschussdrohnen machen, denn wenn Finker mit ihrem scheiß MG schießt... Aber Moment, ein MG ist eigentlich gar nicht geeignet für... Wir werden sowieso nichts finden. Für Simultanschüsse. Mein Rücken bringt mich um. So, Feuer. Was? Da will es jemand wissen! EJ! Na toll. Das war's. So machen wir das in der US Army. Läuft das bei euch Royals etwa anders? Das war's. Sie fliehen. Ich muss schnell das richtige Fahrzeug finden. Jo. Zielperson ergreift. Die Arschlöcher sind tot! Oh. Danke fürs Adrenalin. Konnte ich gut gebrauchen. Okay, ich gehe. Eieiei. Ach, Mist. Sucht nach Zielen! Hätte mir vielleicht merken sollen, wen ich da markiert habe. Die Zielperson versucht zu fliehen. Ja, ist mir, es ist bekannt. Jetzt aber. Da sind noch mehr von Schatte ihre Elektronik aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt hier eine Waffe. Guter Schuss. Das muss es sein. Nice. Oh, ich schnappe es ihnen vor der Nase weg. Hat nur ein bisschen gedauert. Okay. IC-8 Incursion. Ein Foto des Fahrzeugs, in dem die Probe von Emberoon transportiert wird. Ist ja nicht so, als wären das drei Fahrzeuge. Aber ich nehme an, dass dieses Datenbanksymbol hier bedeuten soll, dass das hier drin die Probe transportiert wird. Natürlich das gepanzerste Fahrzeug von allen. Oh, ich hab keine Dingens mehr. Kein Spray mehr. Ich hab noch ein verwendbares Spray, das weiß ich. Das sollte ich vielleicht dann jetzt alternativ ausrüsten. Hier. Das habe ich mal irgendwo gefunden. Keine Ahnung. Keine Ahnung wo. Dann macht's gleich Bumm. Oh, fehlgeschlagen? Nein, warum fehlgeschlagen? Nun, gut, dann machen wir das Ganze eben noch einmal und diesmal passe ich vielleicht auf, welche Wachen ich da für den Simultanschuss markiere, beziehungsweise nutze direkt die Simultanschussdrohnen. Um kein Risiko einzugehen. Die reagieren auch schneller als unsere KI-Kameraden. Optional zerstören sie alle Fahrzeuge von Sentinel. Stand das vorher auch schon da? Ach nee, das war ein... Okay, der markiert uns jetzt auch das Fahrzeug. Alles klar. Okay, ich verstehe. War ein Checkpoint, nachdem wir die... Dingens markiert haben, die fotografiert haben, die Tafel. Vorsicht, Rookie, diese Boten steuern die Trucks. Wenn sie uns sehen, machen sie eine Biene. Jojo. So, aber trotzdem. Ja, vielleicht sollte ich mich doch mal noch einmal hier hinlegen. Und ein bisschen aufklären. So, wir haben. Schützen dort. Paketboote, das ist einer.
2. Und der dritte? Achso. Ah, der ist beim Heli. Das war der dritte hier, ne? Beim Heli, da. Im Heli ist aber ja nichts drin. Ich meine, wenn wir die Paketboten ausschalten, dann müsste das doch eigentlich auch genügen. Das ist ein Zivilist, ne? Ja. So. Ich sehe halt fast nichts, ne? Ist aber geil. Da haben wir den einen Paket. Ich hatte schon viele beschissene Aufgaben, aber das? Na und? Wir werden so oder so bezahlt. So, wo war der andere? Der muss doch auch irgendwo da gewesen sein. Wo bist du? Das ist ein Zivilist? Das ist ein Schütze? Da hinten, da ist er. Oder? Nee, das ist auch ein Zivilist, verdammt. Auch ein Schütze. Verdammt. Warum durchkämmt ihr die Gegend? Ihr durchkämmt die Gegend doch gar nicht. Steht dumm im Weg rum. Das ist der, den ich schon hab, ne? Oder? Du? Ja. Da ist die Drohne. So, wo ist der andere? Wo war der? Da unten drin? Scheinbar nicht. Wo war der denn jetzt? Sag mal. Der war weiter hinten irgendwo. Da. Nee, das ist ein Schwergewicht? Tatsächlich. Tatsächlich. Da! Vor dem Gebäude läuft er rum. Vor der Lagerhalle. Gut, das ist ziemlich weit weg. Ich hoffe, die Drohne schießt jetzt nicht. Das ist auch einer. Das ist der, den ich gesucht habe. Jetzt kann ich nicht da runter. Ja, dann. Ich hab so das dumpfe Gefühl, wenn ich den jetzt platt mache, dann schießt die Drohne. Oder? Nein, tut sie nicht. Oh, sehr gut. Kann ich den vielleicht auch da wegholen? Hier ist absolut nichts. Ja, hier ist es auch ruhig. Ich informiere mich gerade über die Funkausrüstung. Ich weiß nicht, ich noch wer deine Namen kennt. Für den Notfall. Haben wir eine Drohne gespart. Ab geht's. So. Zu deinem Kameraden. High-End-Waffenteile, nice. So, dann brauche ich nochmal Spray. Und C4. So. Ja, bitte aus dem Weg. Ich bin gar nicht da, meine ich. So, das ist das Fahrzeug. Wir pfeifen jetzt mal auf die optionale Aufgabe. So, jetzt gehen wir raus. Und sprengen wir das Teil. So. Schön sichere Entfernung. Team draußen. Hashfinker, da kommt Thatcher. Sehr gut. Alles klar, meine Freunde. Bereit für ein Feuerwerk? 3, 2, 1, Sprengung! Wir töten keine Unbeteiligten. Ups. Irgendwie. Ups. Irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das
wie ich das geplant hatte. Ich wurde entdeckt. Ich muss dieses Fahrzeug holen. Dann machen wir es eben auf die altmodische Art und Weise. Oh, Rocket Man. Das Problem ist... Ja, ja, der kann ruhig abhauen. Ich brauche nur dieses Fahrzeug. Also zwei C4 reichen nicht aus, um das Fahrzeug zu zerstören. Vollauto. Überall Leichen. Zielperson ergreift die Flucht. Könnt ihr auch das Fahrzeug klauen? Hallo, da hinten? Alter, gar nicht schlecht. Was macht er da auf dem Fahrzeug? Heilige Scheiße. Danke, Finka. Oh, shit. Okay, Risiko. Nein! Nein! Nein, nicht so ein Risiko. Team, Feuer frei. Oh Gott, was war das denn? Scheiße. Okay, ich bin tot. Ich dachte, ich hätte den Raketenwerfer ausgewählt. Ich dachte echt, ich hätte den ausgewählt. Hm. Immerhin ist der Feuerbefehl noch ausgegangen. Zurück an die Arbeit. Ja, das heißt jetzt zurück an die Arbeit. Ich muss mich heilen. Ich muss in Sicherheit. Das ist mit so einem Alter Schwede. Mit dem Heli da oben am Himmel gar nicht so einfach. Heilige Scheiße, was ist das denn? Der wirft eine EMP-Granate. Geil. Schneller verbinden. Oh Mann. Eieiei. So, okay. Back in Business. So halbwegs. Warte, Unterfilter leer. So, okay. Mach den Schalldämpfer ab. Eieiei. Deckung. Bessere Deckung vielleicht? So, und jetzt Heli. Prioritätsziel. So, das war der Heli. Gut, gut. So, einmal heilen. Weil der verbringt jetzt eh nichts mehr. So, das war die Sache mit dem Geschütz. Gute Arbeit, alter Mann. Das ist Finka, alles klar. Oh, 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 hier schießen sie auch. Feind am Boden. Ah, nice, danke. Gut, dann versuche ich jetzt mal von hier oben mit dem Raketenwerfer das Fahrzeug zu treffen. Gute Nacht. Willst du mich verarschen? Ziel am Boden. Guter Schuss, Rainbow. Im Laternenmast. Stecken geblieben. Gibt's doch nicht. Ist kein Treffer? Da. Wie fehlgeschlagen? Was? Warum? Hä? Warum zum Teufel fehlgeschlagen? Ich hab das Fahrzeug zerstört. Oder nicht? Getroffen. Was soll das denn? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Sollte ich das Fahrzeug nicht zerstören? Doch, ich sollte das auch zerstören. Es gab das sogar als optionale Aufgabe, das den kompletten Konvoi zu zerstören. Also Heli, Sportwagen und das andere Ding. Den Panzerwagen. Ich klaue jetzt den Panzerwagen. Ja! Spawn mich noch weiter weg, Alter! Gaszone vom Mars. Oh, ups. Die ist riesig. Ja, da steht's ja, ne? Gasprobe bestraffen. Stehlen Sie das Fahrzeug. Ihr habt wahrscheinlich schon, oder du hast wahrscheinlich schon die ganze Zeit hart gefacepalmt, weil ich die ganze Zeit versuche, das scheiß Fahrzeug zu zerstören. Oh mein Gott.
Optional zerstören sie alle Fahrzeuge von Sentinel. Ich habe nur das gelesen. Oder ne? So. Vielleicht auf dieser Insel. Mehr oder weniger. Und da dachte ich ja, gut, ich muss das Ding zerstören. Ich hätte vielleicht mal lesen sollen, was unten drunter steht. Stehlen Sie das Fahrzeug. Stehlen. Ja. Naja, gut. Dann stehlen wir jetzt eben. Machen es nochmal fast genau so wie gerade. Kann ich da falschen? Ich hätte bestimmt einen Bauchplatscher gemacht. Ich sollte vielleicht nicht so viel da rumrennen mit der Gasmaske. Kameraden? Team, zu mir. Rück zu meiner Position vor. Da hinten kommen wir. Wir kommen zu. Vorsicht, Rookie. Diese Boten steuern die Trucks. Wenn sie ja. Nur die Ruhe. So, ich mach das jetzt ganz. Hier gibt's nichts zu berichten. Ich mach das jetzt wie ein Ghost, auch wenn ich gerade kein Ghost spiele. Weißt du was? Komm, ich knall den weg, fertig. So, das war der eine. So, wo kommen wir denn raus? Wir folgen dir. Ja, steig doch ein, Mann! Da hinten kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Zu eng da. Okay, alle einsteigen. Und die Fahrt geht los. Wo sind die anderen Fahrzeuge hin? Hey. Oh. Und tschüss. So einfach und so schnell hätte die Mission sein können. Erledigt sein können, aber nein, ich muss ja natürlich das Fahrzeug zerstören. 2 Kilometer. Also 2 Kilometer sollen wir fahren, das heißt, da kommt unterwegs bestimmt noch ein bisschen was auf uns zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so ein fett gepanzertes Fahrzeug bekommen, so weit fahren müssen, ohne dass da unterwegs noch irgendwie Straßen... Da. Ich hab's gerade gesagt. Wer fährt denn da so komisch? Wer fährt denn da so komisch? Sagt er. Den habe ich nicht gesehen. Das Licht ist auch eher so eine Funzel. Funzel in the dark. Oh, da hinten kommen sie. Da kommen sie. Ich hab's doch genau gewusst. Feuer! Feuer! Wow! Uiuiui. Das ist gefährlich, so ein Fahrzeug so nah bei uns zu sprengen. Das kann mich verletzen und das ist schlecht, wenn es mich verletzt. So, wie kommen wir denn da hin? Ich will jetzt ungern Offroad fahren. Aber wenn es nicht anders geht, machen wir das eben. Aber vorsichtig. War es das schon? Shit. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Okay, nice. Ach, das ist die komische Musik. Ich dachte, was ist denn das für ein Alarm, der da so weit zu hören ist? Das soll eine Hintergrundmusik sein. Alles klar. Gut, da haben wir es ja gleich geschafft. Stimmt ja auch. Ne? Wir sollten ja auch die Probe beschaffen und nicht irgendwie die Probe zerstören. Macht ja gar keinen Sinn. Dr. Bellert soll ja ein Gegenmittel entwickeln. Will und soll. Okidoki, da sind wir.
Sprechen Sie mit Dr. Ballard. Alles klar. Wird gemacht, wenn wir ihn finden. Da ist er. Hallo, Dr. Ballard. Ich habe Ihre Lieferung, Dr. Ballard. Auf Sie ist einfach Verlass, Nomad. Jetzt kann ich die Wirksamkeit des Gegenmittels testen. Wir sollten bald eine brauchbare Formel haben. Ich hoffe, das ist die letzte biochemische Waffe, um die wir uns kümmern müssen. Aber wir geben doch ein gutes Team ab, finden Sie nicht? Aber auf die Anlässe dafür könnte ich verzichten. Jo, nice. Das war's. Das war die Mission. Die hätte können in 5 bis 10 Minuten erledigt sein. Aufgrund meiner Unfähigkeit waren es dann jetzt halt 30 Minuten. Egal. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut mir ein Abo rein. Wir Legion. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir greifen Ihre Anlage an und identifizieren Käufer. Dr. Ballards Forschung zum Gegenmittel macht Fortschritte, aber wir müssen den Druck auf Sentinel aufrechterhalten. Ich bin bereit zuzuschlagen. Sagen Sie mir nur, wann und wo. Verstanden. Legion out. Also irgendwie wird das langsam zur Gewohnheit, dass Legion mir ins Wort fällt. Gut, ja. Haut mir ein Abo rein, aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn die nächste Folge online geht. Dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.